hört doch immer diese Gruselgeschichten. Verstehst du etwas von der Feldarbeit? Ja, bevor ich nach Asun kam, habe ich jahrelang auf einem Bauernhof gearbeitet. Doch leider findet man hier keine Arbeit mehr. Dafür gibt es einfach zu viele, die das Gleiche wollen. Ich könnte dir helfen, bei einem Bauernhof zu arbeiten. Ist allerdings nicht der von der Stadt, sondern der vom freien Lager. Das ist mir viel lieber, als wenn ich für die Stadt Steuern zahlen müsste. Du musst mir mal den Weg zeigen. Ich bin von hier noch nie weggekommen. Komm mit. Alles klar, ich folge dir. Da sind wir. Danke, Mann. Das ist also der Bauernhof. Mit mir kann man sowas nicht machen. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Das hätte ich dir vorher sagen können. Halte dich einfach aus allem raus. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Hey, du! Mich brauchst du das nicht zu tun. Verstehst du etwas von der Feldarbeit? Ja, tue ich. Ich bin damit... Ich könnte dir helfen, Arbeit zu finden. Sag schon. Der Bauer Karl sucht fähige Leute, die bei ihm auf den Feldern arbeiten. Interesse? Karl, ist das nicht einer vom freien Lager? Kann sein. Mit diesem Pack will ich mich nicht einlassen. Ist das nicht egal, wo du arbeitest? Sag das mal einem Rekruten ins Gesicht. Nein, da warte ich lieber, bis ich in der Stadt arbeiten darf. Wenn du meinst... Verstehst du? Ja, tu ich. Ich könnte dir helfen. Sag schon. Der Bauer Karl sucht fähige Leute. Karl? Ist was wäre, wenn ihr... Mit diesem Pack will ich... Ist das nicht egal, wo du ab... Sag das mal einem... Nein, da... Wenn du meinst... Mit mir kann man sowas nicht machen. Genau das habe ich auch gesagt. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Hey. Wegen den Arbeitern. Ja, hast du welche gefunden? Ja, er kommt vom unteren Viertel der Stadt. Kenn ich schon. Er hat mir schon erzählt, dass du ihn hierher gebracht hast. Noch etwas, was ich wissen sollte? Leider nein. Ist zwar nicht gerade erfreulich, aber immerhin habe ich jetzt schon mal einen. Wenn du doch noch Leute finden solltest, dann schick sie einfach mal zu mir.
irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Hey du, komm her, jetzt wird gefeiert und alle sind natürlich eingeladen. Heute ist zwar ein schwüler Tag, der Feuerlurker anzieht, aber das hindert uns doch nicht. Eigentlich bin, muss ich... Kein Wenn und Aber. 65 wird man nicht alle Tage. Ich kenne dich zwar nicht, aber das werden wir ändern. Komm, ich lade dich zum Essen ein. Ich gehe dann schon mal vor. Wir treffen uns in meinem Haus. Komm ja nicht zu spät. Bye bye. So, du kommst also nicht von hier, richtig? Richtig. Ich komme vom Festland. Vom Festland? Da wollte ich schon immer mal hinreisen. Erzähl mal, wie ist es denn so auf dem Festland? Also... Und von den Banditen bist du gefangen genommen worden? Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Naja, die haben mich an die Arena verkauft.
Nur durch Glück bin ich wieder aus der Arena entkommen. Emilie, schenkst du mir mal ein? Hey, hat einer von euch Emilie gesehen? Ja, habe ich. Sie wollten mal kurz rausgehen. Das ist aber schon eine halbe Ewigkeit her. Das ist irgendwie gar nicht Emilies Art. Naja, die kommt schon noch. Wo bleibt sie denn nur? Wahrscheinlich redet sie noch mit den anderen. Das würde mich ja gar nicht stören. Hätte sie doch wenigstens etwas gesagt. Ich mag es einfach nicht, wenn sie allein in der Nacht draußen ist. Vor allem, wenn diese verdammten Rekruten in der Nähe sind. Nichts gegen dich, aber du weißt doch selbst am besten, wie Soldaten sein können. Ich will nur nicht, dass ihr etwas passiert. Oh je. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Was ist los? Gose hat mir erzählt, dass er in der Nacht einem Wesen begegnet ist, das rote Augen gehabt hat. Er glaubte, es sei ein Gespenst. Das ist natürlich bescheuert. Aber könnte das nicht ein Tier sein? Rote Augen? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Erzähl, Oswald. Ich kenne nur ein Tier, das rote Augen hat, die in der Nacht leuchten. Und das ist der Feuerlurker. Der ist verdammt gefährlich. Ein Biss kann ausreichen, um an dessen Gift zu krepieren. Aber Lurker sind doch ziemlich langsam. Einem Lurker würde Emilie locker entkommen. Hier, schau dir diese Narbe an und sage mir noch einmal ins Gesicht, dass diese Mistviecher langsam sind. Ist ja schon gut. Wir müssen sie suchen, ehe es zu spät ist. Zuerst gehen wir zu Orins Haus und fragen dort nach. Vielleicht hat sie ja doch nur die Zeit übersehen. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Hey. Ja? Was ist? Sergei, hast du Emilie gesehen? Sie war bei uns, ist dann aber gegangen. Wohin ist sie gegangen? Hier rauf, zu den Feldern. Keine Ahnung, was sie da wollte. Oh nein, bitte lass es nicht wahr sein. Ist etwas passiert? Die Feuerlurker sind hier. Das ist nicht gut. Vor allem, weil die Felder nahe am Fluss sind. Ich komme mit. Gehe voran, wir folgen dir dicht. Am besten suchen wir das ganze Feld ab, bis wir sie gefunden haben.
Nein, Emilie! Hey! Emilie ist tot. Mein Beileid. Das kann einfach nicht wahr sein. Sie war doch noch ein Kind. Ich hätte das doch wissen müssen. Oh, diese verdammten Mistviecher! Könnte es sein, dass es hier noch mehr von den Viechern gibt? Nein, Feuerlurker sind Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit holten sie ein zweites Tier. Das sind jetzt also ein Männchen und ein Weibchen? Stimmt, das ist mir schon beim Kampf aufgefallen. Das heißt aber, dass das Weibchen womöglich schon Eier gelegt hat. Wenn ich recht habe, dann müssen wir schnellstmöglichst das Nest finden. Sonst hört dieser Spuk ja nie auf. Ich mache das schon. Du kannst ruhig hierbleiben. Danke. Wenn du die Eier findest, bring sie her. Dann vernichten wir sie. Irgendeine Idee, wo sich das Nest befinden könnte? Na, am Wasser, wo sonst? Ich schaue mich mal weiter auf dem Hof um. Tue dir keinen Zwang an.
Ich habe das Nest gefunden. Hast du die Eier? Ja, ich habe sie dabei. Hier hast du sie. Waren das wirklich alle? Ja, das waren alle. Auf dass wenigstens diese kleinen Biester nie das Licht der Welt erblicken. Ich schaue mich mal weiter auf dem Hof um. Tue dir keinen Zwang an. Na bitte, geht doch. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Wie sollte ich zufrieden sein, wenn ich den ganzen Tag arbeiten soll, nicht viel Lohn dafür bekomme und dazu noch nicht meine feste Bleibe habe? Was hältst du von der Stadt? Ist das mit der Steuerlast nicht irgendwie ungerecht? Ungerecht ist doch noch viel zu harmlos ausgedrückt. Verdammte Ausbeuter sind diese Stadtverwalter. Das freie Lager ist da ganz anders. Aber das darf man ja nicht immer sagen. Ich könnte dir helfen, von hier wegzukommen. Karl, der Bauer des freien Lagers, sucht neue Leute. Auf solch eine Gelegenheit habe ich schon lange gewartet. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Wer hat hier... Orin ist, wenn du fragst, normaler... Gibt's... Stanislav. Es ist nicht überraschend. Er war ja... Es schmerzt aber trotz... Hey, du. Wegen den Arbeitern. Ja, hast du welche gefunden? Ja, auf Orins Hof hat sich jemand anwerben lassen. Sehr gut. Hast du noch jemanden gefunden, der bei mir arbeiten möchte? Nein, es ließ sich niemand mehr finden. Na gut, dann will ich dich nicht unnötig umherschicken. Zwei Arbeiter sind zwar nicht gerade optimal, aber es wird funktionieren. Für deine Mühen möchte ich mich natürlich erkenntlich zeigen. Greif zu. Thank you.
Hey, denkst du, ich lasse mich einfach so verarschen? Sei doch nicht so streng und lass mich jetzt einfach in Ruhe. Was willst du hier? Ich habe nichts Verbotenes getan. Deine Frau vermisst dich bereits. Meine Frau? Oh, Scheiße. Ist es schon so spät? Ach, verdammt, ich habe die Zeit total aus den Augen verloren. Bitte erzähl ihr nicht, dass du mich gefunden hast. Sag ihr einfach, ich sei im Wald gewesen, um Blumen für sie zu pflücken. Warte mal. Ich hab... Beinahe in Natalie. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich fand ihn in Mentulas Etablissement. Offenbar hat er beim Anblick der vollbusigen Damen dort die Zeit vergessen. Was? Dieser Mistkerl. Ich kann nicht die glauben, exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen.